So, Zakaria. Salam, also, nein, ich fange an. Du kriegst immer die Hasanat, Omar. Ich fange an mit dem Salam heute, bitte. Ja? Und es gibt ja diesen Hadith, dass der Jüngere den Älteren den Salam gibt. Klar, Bruder, du musst eigentlich nur Azizi zu mir sagen. Ich verstehe sowieso nicht. Bruder, ja. Wir haben eigentlich unsere Kultur ist, du musst Azizi zu mir sagen. Azizi, Omar. Azizi kommt doch von Aziz, jemand, der gemocht ist, ja. Du bist ja auch bei mir gemocht, ne, ja, Omar. Und bei uns, das ist wie bei den Türken. Da zweifle ich manchmal dran. Bei den Türken sagt man ja zum Älteren Abi oder Amca, ne? Abi Jim. Abi Jim. Form. Das ist ein bisschen mehr Azizi. Okay. Und bei uns sagt man, Azizi, sogar zum älteren Bruder sollte man das eigentlich sagen. Also die, unsere, also sag ich mal, ich diese ein bisschen Props Kultur. Hier geben unsere Kamerateam hinter den Kulissen, was ja die Leute nicht sehen, ne? Ja. Die geben sich ja so viel Mühe, machen, tun, kommen. Komm, Feiertage, sag mal bitte was, sag mal bitte Feiertage, was. Nix. An die Community. Was genau. Willst du denn sagen, so an die Community? Anonymous. Anonymous. Wir sind überragend, sagt er. Dankeschön. Also nochmal danke von Herzen. So. Deswegen. Ja, mal da zurück. Das ist aber leider in unserer Kultur ein bisschen verloren gegangen. Also die, die jetzt. Oh, Kultur. Ja, ja. Warte, aber das ist verloren gegangen. Was ich nochmal ganz. Frage stellen. Gleich, wenn ich das gleich mal. Belebt das wieder ein bisschen diesen Respekt gegenüber Älteren? Weil auch wenn jemand nur einen Tag länger auf dieser Welt gelebt hat, hat diese Person einen Tag mehr Erfahrung, einen Tag mehr gesehen, einen Tag mehr erlebt. Deshalb ist es und einen Tag mehr Allah angebetet. Und deshalb ist es wichtig, gegenüber Älteren Respekt zu haben. Und das ist so eine Sache, die auf jeden Fall ja, in unserer auch, Kultur und unseren Werten sehr wichtig ist. Genau, die ist ein bisschen verloren gegangen. Und das ist ein gutes Thema. Das ist auch genau in die Richtung, weil das ist auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ja, auch mal. Allgemein, du bist ja schon jetzt rein zufällig auch schon in diese Richtung gegangen. Aber wenn wir jetzt reden vom Westen, ne? Jetzt zum Beispiel, wir leben ja in Deutschland, wir sind in Deutschland genau. Groß, wir sind hier geboren, aufgewachsen. Habe ich manchmal das Gefühl immer, dass man hier meint, dass die Werte, mittlerweile gibt es ja schon gar keine Werte mehr, muss man auch ganz klar sagen, aber sagen wir mal, die Werte, die mal existiert haben in diesen europäischen Ländern, dass man meint, dass das die Werte sind und alle müssen sich nach diesen Werten orientieren. Ja, das nennt sich eurozentrierte Weltanschauung. Ja, warte doch mal kurz, Mann. Du kannst doch nicht direkt schießen, Mann. Ich weiß auch, dass du es drauf hast. Ja, nein, nein. Und meine Frage ist, weil du bist ja geschichtlich sehr bewandert, du bist ja sprachlich sehr bewandert, ne? Ja, kann man, ist okay. Ist, interessiert ja, doch, mich muss halt. Man ja, ja sagen. Einfach. Interessiert es ist mich, einfach, ja. Wie es ist. Da will ich keine falsche Bescheidenheit. Und deswegen frage ich dich, kannst du uns erklären, wo das herkommt und warum das heute so ist? Okay, kann man sich eigentlich relativ leicht erklären. Erst einmal, erzähl weiter. Das gefällt dir, ne? Nee, erzähl weiter. Das hört dir wirklich zu. Okay, also das ist ja so eine eurozentrierte Weltanschauung. Wenn man jetzt du guckt... Eurozentriert muss auch erstmal erklären. Eurozentriert bedeutet... Du darfst, guck mal, wirklich, du darfst nicht immer von dir ausgehen. Mhm. Oder von deinen Akademikerkreisen, wo du dich befindest. Okay. Sondern du musst auch mal erklären, ne, damit die Leute auch mal ein bisschen hinterherkommen. Ja, es geht einfach darum, dass im Zentrum zentriert, also im Zentrum... der westlichen Weltanschauung ist halt einfach, dass der Westen sich als das Zentrum der Welt sieht. Egal, ob es Werte ist, politisch, wirtschaftlich und so weiter und so fort. Das ist aber geschichtlich. Das liegt, aber, ja, das, liegt, das liegt aber auch daran, dass, sagen wir mal, in den letzten, wenn man sagt, so 500 Jahren, ja. Hat sich das so auch entwickelt. Warum? Weil man weiß ja, es gab ja auch in der Geschichte, hat sag ich mal, Westeuropa, und das ist jetzt kein Angriff, ja, es ist wirklich kein Angriff, sondern das ist einfach eine Sache, die einem relativ Tatsache ist, wenn man jetzt Rom und die Römer und die Griechen rauslässt, weil die sind ja aus Südeuropa, sind ja nicht ganz die westliche Welt wie jetzt Deutschland, Österreich, Holland und so weiter und so fort. Und mit westliche Welt nehme ich jetzt auch Amerika mit rein und Australien, Neuseeland und so weiter. Haben die in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit nicht so eine große Rolle gespielt, wenn man die letzten 500 Jahre rauslässt. Ah, okay. Also bis vor 500 Jahren haben diese Länder, die du gerade, ja, Amerika gibt es ja, noch, ja, genau, noch, so noch nicht so lange, aber hat ja, ja auch, genau, wurde ja auch, haben die jetzt nicht so eine große Rolle gespielt in der Entwicklung von Zivilisation, weil Zivilisationen sind entstanden eher im fernen China zum Beispiel, ja, bestimmte Dynastien, aber auch sehr, sehr, sehr viel im Nahen Osten. Also Nahen Osten, wenn man davon spricht, Babylon, Perser, Ägypter, ne? Die den Griechen Norden, und die Römer waren Norden auch... Afrika nicht vergessen. Ja, der hat ja dazugehört.
Und da war ja viel Zivilisation, die ersten Schriften, die man gefunden hat, die krassesten Kulturen, die man halt kennt. Aber in den letzten 500 Jahren haben, muss man die Westler sagen, Gas gegeben in gewissen Sachen. Ein großer Grund ist, warum war halt die Entdeckung Amerikas. Ne? Mhm. 1492, nicht die erste Entdeckung, das ist nicht wirklich die ersten, die es entdeckt haben, die Wikinger haben es vorher entdeckt und auch da gibt es auch andere Theorien, dass Afrikaner dort auch gewesen sind und so weiter und so fort. Auch Muslime, es gab der Bruder von Mansa Musa, dem reichsten Mann, den man in der Geschichte kennt aus Westafrika, aus dem Königreich Mali. Der reichste, der, also sagt man, das ist so. Sein Vermögen wird niemals, wird das getoppt. Ja, der war krass vermögend auf jeden Fall. Der hat in seiner Hajj-Reise, glaube ich, eine Inflation in Ägypten ausgelöst durch so viel Gold, das ausgegeben wurde. Ich glaube, weltweit. Ja. Weltweit wurde der Goldpreis war einfach nichts mehr wert, weil der hat einfach allen Leuten auf dem Weg zu seiner Pilgerfahrt jedem Gold geschenkt. Ja, und der hat auch 70.000 Leute mit sich dabei gehabt. Muss genau. Und der hat für alle Versorgung damals. Ist das This man was very rich. Er ist aber nur an die Macht gekommen oder ist König geworden, sag ich mal, oder Herrscher, weil sein Bruder eine Expedition gemacht hat, um das große Meer zu erforschen. Also ist im 14. Jahrhundert wahrscheinlich in Richtung Amerika gereist. Ob die angekommen sind, nicht angekommen sind, wir wissen es nicht. Es gibt Funde wohl, dass Westafrikaner in Amerika gewesen sein sollen. Allahu alam. Auf jeden Fall. Ja, ich sag, die waren da. Ja, auf jeden Fall wird gesagt, Kolumbus hat Amerika entdeckt und auch einen Genozid dort gemacht. Aber das ist eine andere Sache. Ja, und dann ja, und das war halt, dass man diese neue Welt gefunden hat, hat natürlich dem Westen in die Hand gespielt. Erstmal Spanien, dann später auch den Engländern und so weiter und sind dadurch große Mächte geworden. Und dann gab es natürlich Entwicklung, sagt man, und Industrialisierung. Und dann hat man die Macht gehabt, Waffen herzustellen und ein bisschen anderen Regionen der Welt gegenüber im Vorteil zu sein. Und dann hat man auch die halt auch kolonialisiert. Ne, das ist ja auch mit unseren Heimatländern und so passiert. Deshalb sind wir im Endeffekt auch dann hier gelandet im Westen. Ne? Weißt du, was ich krass finde? Mhm. Wegen den Kolonialmächten. Ne? Die haben das ja so tief verankert, ne? Diese Ideologien. Mhm. Ne? So doktriert in den Menschen, ja. Dass die ja seit Jahren, die sind ja nicht mehr da. Wer ist nicht mehr da? Also die Kolonien. Ja, die sind nicht mehr und da. Und trotzdem... Ja. Agieren diese Menschen genauso als... Man nennt das ja auch Postkolonialismus, also die Zeit nach dem Kolonialismus, der eigentlich immer noch ein weiterer Kolonialismus ist, in den Köpfen. Genau, ja? Weil genau. Die Menschen sind ja frei, ne, sind unabhängig und könnten sich entscheiden, aber die wollen genauso aussehen, die wollen genauso essen, die wollen so genauso trinken, die wollen genau diese Werte haben. Ja. Und da kommen wir jetzt wieder den Bogen zu dir. Genau. Ne? Schlagen wir wieder zurück. Das hat mehrere Gründe. Sag, das erklärst warum. Das hat mehrere Gründe, warum. Also, ich war noch nicht ganz fertig mit dem einen Punkt. Und zwar, und weil der Westen halt die, sag ich mal, die Welt kolonialisiert hat und auch im Griff hatte, hat er dann auch seine Wertevorstellung da auch verbreitet. Die Engländer, die Franzosen, ne, zum Teil auch die Spanier und so weiter. Und das hat sich dann verbreitet. Und dann wurde das so gesehen als die Norm gesehen. Ja, also das ist so, das sind die Werte und wenn du jemand, und die sind ja auch hingegangen, haben auch kolonialisiert, mit dem Hintergedanken, wir bringen ja diesen Leuten Zivilisation. Diese Leute sind nicht zivilisiert, diese Leute sind hängen geblieben, die sind, die würden nicht in eine zivilisierte Welt kommen, wenn wir denen nicht unsere Werte und unsere Art und Weise des Lebens bringen. Das war die Ausrede. Der wirkliche okay. Grund, genau. Der wirkliche Grund war, bin ich gerade hinaus. Herr mit dem Gold, Herr mit dem Öl, Bodenschätze, ganzen Bodenschätze. Genau. Damit man und das Leben, was man aktuell und führt, genau. Wenn man das weiter aufrechterhält, muss und man natürlich irgendwo anders und strategisch auch beklauen und berauben. Und auch strategisch war das wichtig, weil Meeresengen, Suezkanal, andere richtig. Und so weiter. Also es hat einfach Sinn gemacht, wirtschaftlich für sie das zu machen. Und aber gleichzeitig hat man dir dann auch, wie gesagt, die Werte gegeben. Und der, sag ich mal, der Besiegte, das ist immer so eine Sache, die ist bekannt in der Geschichte, wenn eine Kultur besiegt wird, das heißt politisch, militärisch und so weiter, dann hat sie so eine Krankheit, so einen Minderwertigkeitskomplex. Der heißt, die Kultur des Besiegten. Das heißt, immer derjenige, der am oben ist, der wird nachgeahmt. Das heißt, du willst seine Sprache sprechen, du willst so essen wie er, trinken wie er und du willst auch die Weltanschauung annehmen, die er hat.
Können wir ganz kurz zurück in die islamische Welt, in die Geschichte. Damals, als zum Beispiel Al-Andalus, das muslimische Spanien und Portugal, war eine Zeit lang, über eine Zeitspanne von 800 Jahren, war das mal muslimisch. Nicht alles gleichzeitig, aber ne, schon eine lange Zeit war ein großer Teil davon muslimisch. Und christliche Priester und jüdische Rabbiner haben sich beschwert über ihre Jugendlichen. Weißt du warum, Omar? Ja, weil die sich so angezogen haben. Weil das cool war und die Werte geteilt haben. Von? Von den Muslimen. Genau. Die haben Arabisch gesprochen, die haben angegeben mit arabischer Poesie, die haben arabische Kleidung alles getragen. So riechen, wegen Parfüm, die hatten das beste Parfüm, alles mögliche, Werte, genau. Die waren stark, die waren stabil unterwegs. So. Genau. Die, wollten halt die haben die. Sogar ihre Weltanschauung, ihre Religion dem Islam angepasst. Ja? Sogar, dass zum Beispiel damals, wenn du heutzutage, würde kein Christ oder Jude sagen, Mohammed war ein wirklicher Prophet. Ne? Das würden die so nicht so wirklich sagen. Die würden sagen, das war ein Religionsstifter und so weiter, aber kein wirklicher Prophet. Die haben damals, einige von denen haben angenommen, dass Mohammed ein Prophet war, aber für die Araber. Die haben ihn zwar nicht für sich angenommen, aber sie haben zugegeben, der wäre ein Prophet. Warum? Und das, da liegt das, das ist dieses Phänomen, das kommt daher, du denkst dir, wenn jemand so krass politisch und militärisch und wirtschaftlich stark ist, kann da muss etwas Richtiges an seiner Art und Weise des Lebens dran sein. Das kann nicht sein. Und auch die haben dann damals gedacht, dieser Mann konnte kein Lügner sein, weil, guck mal, seine Nachfolger sind so erfolgreich geworden, dadurch, dass sie daran gefolgt. Und genauso sind wir ja auch jetzt. Wir machen, wir sagen, es kann ja nicht sein, dass die so die Macht übernommen haben, die Nicht-Muslime, die Westler, an der Art und Weise des Lebens und der Werte muss etwas dran sein, sonst würden die ja nicht da sein, wo sie sind. Aber wir wissen ja, als unser Maßstab ist ja nicht Materialismus, sondern unser Maßstab ist Wahrheit und Falschheit ist Falschheit. Genau, so. Es ist egal, wie viele sagen, das stimmt nicht, am Ende bleibt die Wahrheit trotzdem Wahrheit, trotzdem die Wahrheit. Ich habe ja einen Ausschnitt gehabt, ne? Ja. Wo ich darüber rede, über Immerserin. Ja. Dass man nicht zu unser Volk Berber sagen soll, sondern dass wir Immerserin, Immerserin heißt einfach freier Mensch, übersetzt, und dass wir halt dieses Volk der Immerserin sind. Und da wird viel, also viele Kommentare, ne? Ja. Einer behauptet so, der andere behauptet so. Im Endeffekt geht es einfach darum, dass wir, was der Kelly gerade gesagt hat, erstens finde ich, dass die Leute, die dann diese Zivilisation gebracht haben, das sind ja Maßstäbe, die du ja eh nie erreichen kannst. Du wirst ja eh nie akzeptiert. Ja. Es ist egal, was du machst, ne? Sonst am Ende bist du Onkel Tom. Onkel Tom, oder? Also wenn du alles machst wie genau. Die, auch deren Frisur und so, am Ende hast du nur geschafft, als Afrikaner in Amerika Onkel Tom zu werden. Ja. Ne? Oder wir sagen hier in bei uns Milchschnitte. Außen schwarz, innen weiß. Also, ja, ja. So. Und bei uns ist ja genau dasselbe. Das heißt, egal wie du dich jetzt assimilierst und denkst, du bist jetzt Franzose, weil du Französisch sprichst, ja. Weil du so rauchst wie die und Zeitung liest, du wirst ja am Ende sowieso nicht akzeptiert. Und deswegen glaube ich, dass am Ende das so ist, dass die wissen, wir zeigen denen einen Maßstab und wir wissen eh, die werden das nie, aber solange die damit beschäftigt sind, etwas zu erreichen, was du nicht erreichen kannst, bist du erstmal beschäftigt. Genau, aber und ich sag dir etwas, dieser Respekt, weißt du... Aber ich muss nur einmal zurückziehen, warum ich das gesagt habe. Und deswegen hatte ich in diesem Podcast gesagt, wo ich war, guck mal, ihr müsst eure Herkunft kennen. Ihr müsst auch, um eine Identität anzunehmen, musst du wissen, wo du herkommst. Du bist nicht Thomas und du bist nicht Michael und du bist nicht irgendjemand anders, sondern du musst gucken, wo ist mein Volk, woher komme ich, woher kommen meine Verwandten, für was stehen die, was haben die Gutes, was haben die Schlechtes. Das ist wichtig, dass du das Gute akzeptierst, aber auch das Schlechte annimmst und versuchst daran zu arbeiten. Da kann dir kein Life-Coach kommen und irgendwie mit dir dich auf eine nächste Stufe bringen, weil du hast ein anderes Betriebssystem. Das heißt, du musst zu deinen Herkunft, du musst forschen. Für was stehen wir? Okay, wir sind gastfreundlich, wir sind ein ehrliches Volk, wir sind stark, aber wir sind dickköpfig, wir sind aggressiv, wir können in einer Minute alles kaputt machen, was wir in 10 Jahren aufgebaut haben. Und an den Sachen musst du dann arbeiten, weil es gibt Leute, die sind in der dritten Generation hier, Bruder, dritte, vierte Generation, die sind hier geboren, die haben nie ihr Land gesehen, nie. Ja. Aber wenn dann der Moment kommt, das Prototyp Emerger. Ja, der rastet aus, der zerstört und du denkst dir, wie kann das, also woher kommt das? Ja. Oder ein Afrikaner, ja. Der mit Deutschen groß geworden ist. Kinderheim, deutsche Familie, deutsche Stiefeltern. Ja. Aber wenn dann dieser eine Moment kommt, agiert er wie vorher, woher er herkommt, aus Afrika, aus dem Dorf.
Und da sage ich schon, ich empfehle jedem wirklich, geht, guckt nach, wenn ihr wirklich Persönlichkeitsentwicklung, wenn ihr eine starke Persönlichkeit werden wollt, wenn ihr euren Selbstwertgefühl steigern wollt, Selbstwert, erstmal euren Selbstwert kennenlernt, geht in eure, forscht in eurem Familienstammbaum, geht dahin, guckt, für was ihr steht. Akzeptiert das Gute und arbeitet an dem Schlechten. Aber akzeptiert auch, dass ihr schlechte Sachen habt. Und versucht nicht, von Thomas oder Müller, Life-Coach mit Wandtattoos und mit Kalendersprüchen, dass der dich irgendwie, dass du sagst, wow, das ist super. Da wirst du niemals Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung nimmst du nur, wenn du deine Herkunft kennst und wenn du deine Identität kennst. Was Zakaria auch, der macht ja immer viel geschichtliche Sachen wegen Identität. Und das ist das, was ich in diesem Podcast gesagt habe. Und das ist das, jetzt nochmal wieder, ja, Ball wieder zu dir. Genau, ja. Deswegen finde ich das auch gut, was du gerade gesagt hast, weil das hatte ich versucht, da zu erklären. Ja, das ist sehr gut. Hat nicht so geklappt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Da manchmal muss man mehrmals Sachen auch sagen und man hört, man muss auch Sachen mehrmals hören, um das, wer ist das? Wirklich, jeder, man redet immer über Persönlichkeitsentwicklung, über Life-Coaches, ja, ne, über das. Aber du kannst wirklich nicht, wie die alle auch alle heißen, ich muss jetzt keine Namen nennen, dahin gehen, da sind 10.000 Leute in der Arena und du schreibst da mit. Aber du heißt Abdullah, du kommst aus einem Dorf, ihr seid auf Esel geritten, ihr habt Wasser vom Brunnen geholt, ihr steht für was ganz anderes. Kannst du nicht. Genau. Geh, beschäftige dich mit deiner Herkunft, sei stolz darauf. Ich habe auch mal. Sei stolz, ich bin ein Amazigh, sei stolz, wir essen. Ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe das ja auch gemacht, zum Beispiel, habe ich auch auf YouTube ein, zwei Videos. Ich bin auch in das, ich kenne beide Dörfer, wo meine Groß- und Ururgroßeltern alle herkommen. Bin extra hingegangen und habe mir das auch extra angeguckt und mir alles erzählen lassen. Sehr, sehr wichtige Sache, dass man Eigenbiografie arbeitet. Habe ich genauso gemacht. Sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Ich wollte auch verstehen, warum wir so ticken. Ja, es ist ja so, du nimmst ja die Eigenschaften ja auch durch die Erziehung unbewusst sowieso auf von deinen Eltern. Die haben sie von ihren Eltern aufgenommen. Ja, Ich glaube, es ist auch ein bisschen im Erbgut drin. Allahu alam, weil bestimmte Sachen bestimmt, sicherlich. Ich bin mir da 100% sicher. Das sind sicherlich ein paar Sachen. Aber ich denke, viel nehmen wir über Mime auf. Das heißt über. Ja, aber wie willst du das erklären? Jemand ist in einer Gastfamilie groß geworden. Ja. Deutsche Gastfamilie. Meinst du? Deren Essen, deren Trinken. Ne, der nimmt alle deren Werte an. Ja. Aber es gibt Momente. Da kommt irgendein. Genau, wo dieselbe die Gastfamilie sich das nicht erklären kann. Was ist denn jetzt los? Kann sein, sicherlich. Wallahu alam, weiß ich nicht. Ja, ich habe das beobachtet. Und deswegen habe ich ja auch so vor 10 oder irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Bin zurück, Dorf. Weißt du? Familie gesucht. Erklär mir, warum hier, warum das, warum rastet der so aus, warum das? Warum? Ja. Ich finde, und dann wurden mir Sachen erzählt, wo ich gedacht habe, okay, das erklärt einiges. Ne? Ja. So, und da kannst du auch dran arbeiten. Ne? Ja, es gibt, und die Sache ist auch die jetzt, was halt, was ich aber leider vielen sehe, ist, von unseren Leuten, ist, dass sie dann versuchen, und das ist auch, krampfhaft ihre Identität zu verleugnen. Die denken dann, dass diese andere Wertewelt und diese andere Kultur besser ist als die eigene, weil die diesen Minderwertigkeitskomplex haben, den ich gerade erwähnt habe, diese sogenannte Kultur des Besiegten. Das sind nicht nur wir, ne? By the way, nicht wir Muslime. Nein, das machen die Japaner, sind genau das gleiche Problem. Die Koreaner haben das. Das haben ganz viele Kulturen, ganz viele verschiedene Teile der Welt. Das hat nicht mit Islam oder nicht Islam zu tun. Das ist Benny Adam. Das menschliche, menschlich ganz normal, dass man sich immer an die sogenannten Starken an denen orientiert und versucht, die nachzuahmen, weil man sich denkt, die können ja nicht falsch sein, deren Werte müssen richtig sein, deren Art und Weise muss ja richtig sein, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Weil die vermeintlich erfolgreich sind. Genau. Aber da der Erfolg ja, wenn man aus unserer Sicht, aus unserer islamischen Sicht, Erfolg wird nicht anhand von materiellen Dingen. Nicht nur aus der islamischen Sicht, ich war jetzt auch ein paar Mal in Afrika, ne? Ja. Und wenn du die Leute da im Dorf siehst, die haben nichts. Aber sind alle glücklich. Ja. Lass die nur in Ruhe. Ja. Bis wir kommen oder bis der Westen kommt, bis Europa kommt und dann anfängt zu sagen, ey, wir machen es euch hier besser jetzt hier. Genau. Ne? Aber dafür kriegen wir hier eure Bodenschätze, da kriegen wir das. Und machen Landesgrenzen, machen die das. Die ganzen Brunnen nehmen wir, ihr kriegt aber 2 Liter Wasser am Tag. Genau. Was, wo die vorher genug Wasser hatten. So. Ja. Also bis zu diesem Zeitpunkt, ey, den Leuten geht's gut. Die haben nichts, ja, aber denen geht's gut. Ja, aber und dann komme ich jetzt zu diesem Punkt. Gut, besser geht's immer, ist klar. Aber du weißt, wie ich das meine. Ja. Die sind einfach klar, so im Reinen mit sich, ne? Ja, die haben ein erfülltes Leben. Was ich sagen wollte, ist noch, was ich noch hinzufügen wollte, und da ist das große Problem. Und auch hier in Deutschland, auch wenn es unbewusst ist, und das ist, ich werfe das den Leuten gar nicht vor, doch, es ist leider in der Kultur so, dass man denkt, dass der Maßstab von Werten und Moral und Ethik der Westen ist. Das heißt, und das ist immer auch das, wenn einer so kommt, ja, aber warum macht ihr die Dinge so und so?
Ich sag, ja, aber warum denkst du denn, dass wenn wir die Dinge so und so machen, dass das falsch ist und dass, wie du es machst, richtig ist? Wo ist der Maßstab? Das ist das, was ich auch an die Hand lege. Frag dann eine Gegenfrage. Wenn jemand dich das fragt nach deinen Werten oder warum du gewisse Dinge, wie du machst, dass du sie so machst, wenn es ein Werte sind, die wir zum Beispiel aus unserer Religion zum Beispiel haben und so weiter oder aus unserer Kultur, dann fragst du die andere Seite bitte und sagst, okay, ich mache die Dinge so, aber wer sagt, dass es so, wie du es machst, richtig ist und das, wie ich es mache, falsch mache? Was ist dein Maßstab? Und dann wird gesagt, weil es gibt keinen Maßstab. Er setzt einfach voraus, dass seine Art und Weise zu leben die richtige ist. Und da ist ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt da keinen Maßstab. Es ist einfach so, als wäre es so die Wahrheit. Und das ist es sie nicht. Weil seine Art und Weise zu leben war vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren gar nicht so. War sie auch. Sie entwickelt sich ja auch hier. Ne? Ja. Wir sagen, bestimmte Dinge sind ja jetzt momentan ganz beliebt. Die waren vor 20 Jahren überhaupt nicht beliebt hier, ne? In der Wertewelt. Und das ist eine Sache, die ich auch an unsere Zuschauer auch wende. Ja. Beide Seiten, ob es Muslime sind oder nicht Muslime, bitte geht man in euren Kopf und sagt, warum sollen die Werte von jemand anderes mehr wert sein als meine? Auf welchem Maßstab? Ja. Wir Muslime haben ja einen Maßstab und der Maßstab ist, wir sagen ja, Gott hat uns erschaffen, Allah hat uns erschaffen und wir wissen, wenn er uns erschaffen hat, was besser für uns ist und was schlechter für uns ist. Das ist schon mal ein Maßstab. Ne? Genau, aber wir glauben ja auch daran, dass er jeden Menschen erschaffen hat. Genau, dass er jeden Menschen erschaffen hat und besser weiß, was gut für ihn ist und nicht gut für ihn ist. Wenn ein anderer Mensch zu mir sagt, nein, wir haben das entwickelt und das ist unsere Annahme, dass das richtig ist, dann sage ich, ja, tut mir leid, dann kannst du mir nicht sagen, weil du hast keinen Maßstab, dann lass mich meine Werte leben und leb du deine Werte. Und deshalb lass ich in Ruhe. Ja, deswegen haben wir auch viele Probleme, ne? Also wirklich auch psychische Probleme. Ja. Diese sogenannte Midlife-Crisis oder sonst wie diese ganzen Lebenssituationen, die dann plötzlich eintreffen, wenn man sich in einem gewissen Alter befindet, ist, weil die versuchen einfach zu viele Welten ineinander zu pressen. Verstehst du? Schizophren wird man, ne? Ja, sowieso. Oder Schizophren ist der falsche Begriff. Ja, du nimmst doch schon leicht, weil du spielst natürlich immer Rolle, ne? Du arbeitest dann, sagen wir, in irgendeinem deutschen Unternehmen, dann machst du einen auf Herr Müller, obwohl du heißt Abdullah El-Fatah. Und du bist wirklich auch ein Abdullah El-Fatah. Ja, du siehst ja auch so aus, so, aber du machst auch halt innen so, drinne. Passt dich an, ne? So, dann bist du zu Hause, dann machst du den, dann bist du bei deinen Schwiegereltern, dann bist du der, dann bist du beim Fußball als Trainer, dann bist du der, dann willst du den passen, dann bist du der, dann bist du plötzlich bei Social Media, willst plötzlich Likes und Views haben, dann verstellst du dich nochmal ganz anders. Ja. So, und das auf Dauer wirst du auf jeden Fall psychisch krank, weil du zu viele Rollen, weil das ist auch viel zu anstrengend. Das ist ja wie Menschen, die lügen. Das ist ja so anstrengend. Lüge. Hältst du irgendwann nicht mehr aus, ne? Nee, aber. Das ist auch eine Art. Stell dir mal vor, ne? Mhm. Nur für eine Sekunde, ich würde lügen. Ne? Nur eine Sekunde. Du musst dich ja an alles erinnern, was du jedem erzählt hast, dass du beim nächsten Mal nicht falsch machst. Das ist anstrengend. Dumm und anstrengend. Ja, ne? Das ist wirklich. Das also Lügen bringt nichts. Wenn du dieselbe Kraft nimmst für etwas anderes, wird es viel mehr bringen. Ja, viel weiterbringen. Genau, ne? Und deswegen, was du auch gerade gesagt hast, akzeptier doch, vor allem, ne, muss man ja wirklich sagen, also mittlerweile sind wir hier in Deutschland, es gibt ja gar keine Werte mehr. Es gibt ja wirklich keinen Rahmen mehr, in den du dich jetzt irgendwo. Jeder kann machen, was er will am Ende des Tages, so gesehen. Ja, es gibt ja keinen. Also was ist jetzt, also was ist der Standard? Was ne? ist der Standard mit ab? Früher war ja noch auch in den Werbungen, ne, Frau, Kind, da läuft so ein Hund durch den Garten, genau. Du wolltest so ein Eigenheim haben. Genau. Dann hast du so Mercedes. Der hart arbeitende Vater. Nicht nur hart, aber erfolgreich, ne? Ja. Dann hast du ein Mercedes fahren, gesehen, Familie hinten drin, Hund kommt raus. Immer dieses Bild, weißt du? Ja. Wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, Frau, stabil. Mann, stabil, Haus. Das war so, oh, okay, das ist eine Struktur, wir brauchen eine Familie, wenn du Familie hast, hast du Struktur. Das waren so Werte, wo du sagst, okay, da gab was. Ja. Jetzt guckst du diese Dings, da sitzen zwei Frauen am Steuer, weißt du, und dann kommt ein Kind, was eigentlich noch nicht weiß oder was nicht darf, ist kein weder Mann, weder Frau, ist ein Fuchs. Ja. So, jetzt läuft sowas in der Werbung. Ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen sage ich, diese Werte-Dings ist sowieso, guck mal, früher... Es gibt keinen Wertekompass mehr, richtig. Nee, gibt es nicht. Früher, deswegen, weil du ja gesagt hast, wenn die sagen so und wir sagen so, heißt das ja nicht, dass die Recht haben, weil wer erlaubt das? Mittlerweile sage ich dir, das ist ja, es gibt gar nicht, was jetzt mir einer sagen kann, ja, aber bei uns ist so. Weil es ist alles durcheinander. Man hat das Rad so überdreht, dass ich denke, dass jeder Bürger in Deutschland gerade die Sehnsucht hat, einfach nach normal funktionierenden Menschen. Ja. Die wollen dieses ganze Extreme gar nicht. Nee. Das will keiner. Guck mal, diese ganzen Leute, ne, Zakaria? Ja.
diese ganzen Leute, die das entscheiden in der Politik, ne? Ja. Ne? Dieses LGBTQ plus XYZ, ja. Rakete hoch, Rakete runter, wie das alles heißt, ne? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Diese Leute, ja. Warum sagen die zum Beispiel nicht morgen, ein der DAX-Unternehmen, ne? Es gibt ja 40 DAX-Unternehmen, bis ja. vor zwei Jahren waren es 30, jetzt haben die auf 40 hochgenommen, ne? Die ja. größten Unternehmen in Deutschland, die an der Börse gehandelt werden. Warum gehen die nicht hin und sagen zum Beispiel, SAP ist einer der größten Unternehmen in Deutschland, guck mal heute, also hier könnt ihr auch ohne Struktur sein, also zum Beispiel, der am Fließband ist, sagt, heute bin ich der CEO. Ich fühle mich einfach so, ich bin jetzt CEO, ich entscheide hier. Warum geht das nicht? Weil dann wird das funktionieren, wird das Unternehmen nicht funktionieren, weil das Geld kaputt ist. Wirtschaft, warum sagt der? Der war gut. Warum sagt der Fahrer nicht einfach zu seinem Chef, der heute fährt, ey, pass auf, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich fühle mich so, als wird diese Firma Ich habe keinen Bock auch heute zu arbeiten, ich komme nicht. Nein, ich fühle mich so, als wird die Firma mir gehören, du musst das akzeptieren. Ich fühle mich so. Dann, also spätestens bei der dritten Aussage landet er in der Psychiatrie. Ja. Aber wenn der sagt, ich bin ein Hund, ja. müssen wir alle sagen, ja, ja, ich hatte schon immer das Gefühl, dann wird ihm einfach das... Und guck mal, und das sage ich damit. Aber es ist nicht nur bei dieser Sache, bei allen. Nein, aber guck mal, das will ich da damit sagen. Die wissen genau, was die machen. Verstehst du? Weil guck mal, wie die Firmen, wie die Wirtschaft schützen. Da darfst du nicht sagen, einfach morgen, ich bin der CEO oder ich bin das oder ich bin jetzt morgen einfach ein Milliardär, gehst du mal und sag, gib mir mein Geld. Ich fühle mich einfach so. Berufsfelder sind voll geschützt in Deutschland. Pass auf. Aber eigentlich, und jetzt kommen wir dazu, was ich eigentlich sagen will, das Wichtigste ist die Familie. Und da darf keine Struktur sein. Guck mal, Firma, Geld, Wirtschaft. Ja. Gibt es einen Chef, gibt es einen Manager, gibt es einen Eskalationsmanager, gibt es einen Sales, gibt es einen After-Sales, Qualitätsmanagement, alles. Alles ist strukturiert, jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß, an wen er berichten muss. Ja. Alles ist, aber Familie? Nö, ist egal, können, ne, braucht nicht. Kann man machen, wie man will. Genau, Vater, Mutter braucht nicht, zwei Mütter, zwei Vater, drei Väter, Hund, kann, Kind. Und da macht Deutschland meiner Meinung nach einen ganz großen Fehler. Macht man seine Gesellschaft kaputt. Genau. Und da muss man einfach ein bisschen mal nachdenken, ein bisschen mal selber für sich reflektieren. Warum, und jetzt kommen wir zu Sekt zurück, warum soll ich die Werte annehmen? Weil wenn wir ja so sind, dass wir die ganze Zeit die Werte annehmen, dann müssen wir jetzt so sein, dass wir sagen, okay, es gibt kein Geschlecht, es gibt kein das, es gibt keine Familienstruktur, es gibt so... Irgendwann, man muss ja, weil wenn du die ganze Zeit mitmachst, ne, immer Werte an, dann befindest du dich irgendwann mal auch da drin. Ja, ja, ohne, klar. dass du es merkst. Das bist du vollkommen ein Teil. Genau. Und deswegen muss man irgendwann sagen, ey, stopp, das sind wir nicht. Das sind unsere Werte. Früher gab es ja Deutschland, christliches Land, christliche Werte. Genau. Was sehr gut war, wo man sich danach orientieren konnte. Und deswegen, mir kann keiner was vormachen, Bruder, weil ich sehe, die schützen die Wirtschaft, die schützen die Firmen. Da kann nicht jeder machen, was er will. Aber in den Familien, wollen wir uns Bereich. Erklären, in den Familien darf keine Struktur sein, man darf keine Aufgabenaufteilung, man darf nicht das, das ist zurückgeblieben, das ist alles Quatsch. Frau hat Aufgaben, Mann hat Aufgaben, Kinder richtig erziehen, Familienstruktur, Familie schützen. Von diesem ganzen Dings musst du deine Familie, und da ist jeder Mann und Frau dafür verantwortlich, seine Familie, und nicht von außen die genau. einreden zu lassen oder die Kinder dann wegnehmen zu lassen. So, das darfst du auf gar keinen Fall, sondern du musst die Familie schützen. Ja, finde ich sehr interessant, ist auf jeden Fall eine sehr gute Ansicht. Ja, das allgemein, dieser Gedankengang, den man vielleicht heute mitnehmen sollte, ist auf jeden Fall, Value of the day, komm, dass man seine Werte schützen sollte, dass man sich mit seinen Werten auseinandersetzen sollte, dass man sich von keinem einreden lassen sollte, dass irgendwelche anderen Werte besser sind als unsere. Und wenn jemand damit kommt, kann man direkt bitte das Gegenargument bringen. Und nach welchem Maßstab bitte, ja, nach welchem Maßstab ist dein Wert System besser aber als meins. Früher war das doch so, Zakaria, wirklich, früher war es so, dass der Mensch ja selber wusste, was nicht richtig und falsch ist, ohne irgendeinen Glauben anzugehören oder irgendwas. Du musstest doch jetzt nicht erklären, damals Kindern zu erklären, ja, man klaut nicht. Ja. Man wusste, dass das nicht gut, man tötet, man wusste, das, ja. das hat man einfach, man hat ja nicht, jetzt okay, jetzt komm, wir reden jetzt mal. Es gibt so ein paar Universalwerte, die sind, glaube ich, in allen Wertesystemen gleich gewesen. Ich will nur damit erklären, mittlerweile hat man das so überdreht, dass vielleicht diese natürliche, dass man das die ganze Zeit unterdrückt, weißt du? Dass du denkst, ich muss ja falsch sein, weil alle machen das ja. Es gibt ein Experiment. Es gibt ein Experiment, das habe ich gelesen. Und zwar hat man das an einer Uni gemacht. Und zwar hat man in einem so mehrere Studenten getestet. Man hat einen Klassenraum gemacht mit zwei Kreisen. Einer ist rot und einer ist blau. Und alle waren involviert in diesem Experiment, die da drin waren. Immer nur eine Person, die später reingekommen ist. Den Leuten im Klassenraum hat man gesagt, bitte alle, wenn ich auf rot zeige, sagt ihr alle, der ist blau.
Und wenn ich auf blau zeige, sagt ihr alle, das ist rot, der Kreis. Dann wurde eine nach dem anderen drangenommen. Die eine Person wusste aber nichts davon, die getestet wird. War letzte. Alle haben drangenommen, haben gesagt, dass der blaue Kreis ist rot, der rote Kreis ist blau. Jetzt sind die zu dem letzten gekommen, der das als andersrum sieht, der wirklich die richtigen Farben sieht. Was hat der geantwortet, Oma? Was denkst du? Ja, klar, was die gesagt haben. Was die gesagt haben. Und das ist so eine Sache der Krankheit der Menschen ist. Man möchte nicht aus der Reihe tanzen, auch wenn man weiß, dass eine Sache richtig ist, ja, das ist auch, will man nicht aus der Reihe tanzen, ja, um dazu zu gehören. Das sollte man aber nicht machen, liebe Leute. Ganz einfachen Versuch, ne? Wenn einer kommt und wir sagen, wir sind jetzt hier 10 Leute und du kommst jetzt hier rein und wir sprechen uns vorab und alle sagen dir in verschiedenen Abständen, dass du krank aussiehst. Dann denkst du wirklich, du bist krank, obwohl du dich wohlfühlst. Genau. Genauso, wenn du dich nicht schützt, wenn du keine Anker hast, weißt du, Anker, wo du dich danach orientierst, zu sagen, okay, dann bist du sowieso aufgeschmissen. Deswegen sage ich immer, setzt euch einen Rahmen und alles, was nicht in eurem Rahmen befindet, nicht akzeptieren. Egal, die Wahrheit wird nicht, die Lüge wird nicht zur Wahrheit, umso mehr Leute das sagen. Genau. Und richtig wird auch nicht, falsch wird auch nicht so richtig, umso mehr Leute das sagen. Deswegen kein Blatt im Wind sein. Genau, keine Surfer sein. In diesem Sinne, Salam alaikum. Kein Surfer sein. Genau. Und liken, teilen diesen Podcast. Genau. Ihr findet ihn auf allen Plattformen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, weil ich habe früher zum Beispiel Marc Gebauer kritisiert, weil er das gesagt hat. Und er hat mir gesagt, nee, man muss das sagen. Deswegen, wir haben jetzt festgestellt, so viele Leute gucken das, hören das, aber sind keine Abonnenten, haben genau. Nicht, keine Bewertung abgegeben. Gib mal Gas und gib mal hier ein bisschen Liebe zurück. Genau. Bis dann. Eure Sinfluencer.